So, wir sind auch schon bei unserer nächsten Aufgabe und unsere Kandidaten sagen, heute ist mein Tag, denn ich werde jetzt diese Aufgabe, die ich Ihnen jetzt anbiete, zur vollsten Zufriedenheit lösen und das ist Aufgabe Nummer 1. Wer von euch verkleidet sich denn als sexy Polizist? Dann drückt jetzt! ...45 sind noch mit dabei. Wer züchtigt sich denn selbst von euch mit einem Schlagstock? Wer verprügelt sich erstmal schön selber? So, wenn ihr sagt, jo, da bin ich noch mit dabei, dann buzzert jetzt! 32, die sagen, ja, hab schon Schlimmeres gemacht. Und jetzt, liebes Publikum, wird einer von Ihnen, von euch hier verhaftet wegen sexy. Das ist nämlich Aufgabe Nummer 3. So, wer sagt, da bin ich noch mit dabei, dann buzzert jetzt. Der Dirk, der guckt schon so ins Publikum. Dirk? Ja, ja. Hm? Wen hast du dir ausgeguckt? Naja, noch nicht so wirklich jemanden. Aber ich hab wie, du findest, unser Publikum ist nicht sexy, oder was? Oh doch. Es gibt da so ein, zwei Personen, die sind sehr sexy. Freundin hier oder Frau? Die auch, ja. Die ist hier? Wo denn? Wer denn? Da. Wo? Hier vorne? Du bist die Freundin, wirklich? Das ist ja toll. Na? Ist das geil, dass der Dirk hier mitmacht? Naja, sehr. Ja? Das glaube ich dir, das sehe ich dir jetzt schon an. Übrigens, die darfst du nicht verhaften, ne, falls du das denkst. Ne? Du musst dir schön jemand anders aussuchen. Sagst du denn, bis jetzt würdest du sagen, ja, da bin ich noch mit dabei, oder? Naja, mach das. Gibt es irgendwas, was er nicht machen darf? Es war schon. Nee, gibt's, nee, aber gibt es irgendwas? Ausziehen. Ausziehen darf er nicht machen, warum? Kann er sich nicht sehen lassen, oder was? Na doch. Ja, okay, also ja. Wir beobachten das mal, da sagst du noch, da... Aber grundsätzlich darf er alles machen. So, das ist meine liberale Frau, muss ich sagen. Das ist meine sehr liberale Frau. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob die Freundin vom Dirk da auch noch mitgeht. Wer sagt denn bei Aufgabe Nummer 4, da wäre ich auch noch mit dabei, denn das ist der Pistole einen Blowjob geben. So, wenn ihr da sagt, ja, da bin ich noch mit von der Partie, dann drückt jetzt! 21 sind noch mit von der Partie. Wer von euch würde sich denn auch noch selbst tasern lassen? Und es geht wirklich um tasern lassen. So, buzzert jetzt, wenn ihr noch dabei seid. Drei mit dabei. Alle Frauen sind raus beim Blowjob. Ja, super, da sind wir noch dabei. Aber beim selbst tasern, das ist doch Wahnsinn. Also, drei haben wir noch mit von der Partie. Und um die geht es jetzt. Also 3.000 war die Ausgangsposition. Komm, wir machen mal hier. Wer macht's denn auch für 1.000? 2.000. Dirk! Ass! Hier! Dirk, komm zu mir! Sehr gut, Dirk. Dann geht's jetzt nach vorne. So, du hast das mitbekommen, ja? Also die Frau darf schon mal nicht verhaftet werden. Okay. Das hast du mitbekommen. Ja, habe ich, ja. Ja? Oha, ja. So. Da kommt ja dann nachher der verhaftet wegen sexy, ne? Ja. Hat's schon mal was zu tun mit der Polizei? Nee, klingt wie ja. Nee. Bin feiner. Bisschen feiner, ja? Feiner. Wo kommst du her? Berlin. Aus Berlin! Berlin, ja. Was machst du beruflich? Industriekletterer. Industriekletterer? Genau. Siehst du? Ja. Nicht so schlecht. Wie alt bist du? 33. 33. Und was hat die Frau gesagt, als sie gesagt hat, sag mal, da macht ProSieben so eine Sendung? Voll komisch, aber mache ich mit? Du, solange die Hate-Tipps hat sie gesagt, mach es. So, das sind mal die sympathischen Frauen. Absolut richtig, solange es Geld gibt. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten. Lieber Dirk, hier, nimm mal kurz. Ja. So, das ist dein Outfit. Ja, du musst das auch am Mund halten, ja. Das ist immer total gut. Ja, also, das ist hier das Outfit. Dirk, nimm es mit. Ja, das wird schon gut sitzen. So, Dirk, lass dir die Zeit, zieh dich um. Einer Bock aus dem Publikum, verhaftet zu werden? Sagt jemand ja? Cool. Dirk, also bis jetzt ist hier die Begeisterung. Ich glaube, da kannst du eigentlich relativ frei ansprechen. Finden das alle mega gut. Deine Frau lacht auch noch. Bis jetzt läuft's. Bist du fertig? Ich denke. Ladies and Gentlemen, hier ist unser sexy Polizist. Dirk. Yo.
Sehr gut. So, wir gehen hier mal rüber, unsere Flugbegleiterin. Übrigens mal kleinen Applaus für unsere Flugbegleiterin, die ja heute da ist. So, also, das ist dein Schlagstock. Und ich würde sagen, Dirk, mach deine Frau stolz. Ja. Der ist ja richtig gut. Der ist richtig gut. Und da will ich jetzt gleich auch, ja, das gilt aber gleich alles hier, ich sag's dir. So, ich würde sagen, unser sexy Polizist beginnt jetzt, sich selbst zu züchtigen. Fester. Fester. Und er braucht natürlich Unterstützung aus dem Publikum. Fester. Fester. Ja. Ja, noch ein bisschen. Ruhig ein bisschen mehr. Ich will das ein bisschen erotischer von dir haben. Erotischer? Ja, du bist ja der sexy Polizist. Dreh dich noch mal. So, ja. So, als nächstes gilt es ja jetzt, es muss ja jetzt jemand verhaftet werden, ne? Mhm. So, und dementsprechend liegen natürlich für dich Handschellen bereit. Die Handschellen bereit. Auf welche Seite möchtest du denn gehen? Sagst du links oder doch lieber rechts? Jetzt. Wo hast du die attraktiveren Frauen gesehen? Auf jeden Fall links. Ja. Aber ich gehe rechts. Ach so, warum? Nur so. Hast du da jemand gesehen? Nee, rein intuitiv. Gut, ich will nicht sagen, aber dann bitte. Also, verhaftet wegen sexy, hier ist deine nächste Aufgabe. Verhaftet. Ist das geil? Warte, er muss sich doch mal festnehmen. Die Hände am Rücken, die Hände am Rücken, Hände am Rücken. Ha? Hast du damit gerechnet, heute noch so groß rauszukommen? Nee, auf keinen Fall. Das du bist schon die? Immer. Patricia. So, Dirk, was hat jetzt die Patricia, wo du sagst, ja, die muss man durchaus mal verhaften wegen sexy? Die sieht sehr gefährlich aus, würde ich sagen. So. Ja, die müssen wir jetzt festnehmen, da die Show ja auch weitergehen muss, ne? Das ist absolut richtig. Aus guten Gründen. Also bitte, sie muss noch ins Gefängnis. Ja. So. Ich würde sagen, mit dem Punkt haben wir die Sicherheit im Studio auch wieder hergestellt. Auf die Aufgabe bin ich sehr gespannt. Ich auch. Genieß es einfach. Lass es passieren. Geh nochmal Bilder durch. Wie war das bei dir? Denn hier kommt... Sag mal. Naja. Mach. Hä? Leute, ich bin hier für nichts. So, also, der Blowjob mit der Pistole. Dirk, gib alles. Okay. Es geht um den Blowjob, du sollst dir keinen abballern. So, los geht's. Und genieß es so ein bisschen, genau. Also ich muss sagen, großer Applaus für Dirk. Also leg ruhig wieder hin. So, Hand aufs Herz. Woher kannst du das so gut? Wenn ich da Gentleman schweigt. Gut, okay, dann machen wir einfach weiter. Und zwar mit dem Taser. So, weißt du schon wohin? Unterarm würde ich dir jetzt mal so raten. Ja, mal gucken. Ja. Darf ich so. Selber, ja? Jetzt, also ich wollte es jetzt nicht übernehmen. Boah, sag mal. Unterarm einfach dran halten. Ja. Ich würde sagen. Oh! Ah, ich hab noch gar nichts gemacht. Sag mal. Ja, alles gut. Sag mal! Bist du bescheuert? Kein Problem. Tut das nicht weh? Ja, es geht. Zack. Mach nochmal. Ist ja lustig. Mach nochmal. Sag mal, du bist echt. Okay, komm, du stehst auf so einen Scheiß, ne? Ja, so ein bisschen. Oder? Ja. Stehst du wirklich? Deswegen bin ich ja hier. Also, du bist ein Gewinner. Vielen Dank, Dirk. Nimm das Geld mit nach Hause. Vielen Dank. 2.000 Euro für Dirk.